Hallo und einen wunderschönen guten Morgen um 8:45. Ich habe euch gestern bei Insta informiert, dass ich heute mal ein bisschen vloggen werde. Da ist mir dann auch eben gerade dann erst eingefallen, dass meine Freundin, mit der ich mich heute zum Essen treffe, weitere Erklärungen kommen gleich, voll die Nicht-YouTuberin ist und sich immer total lustig macht. Frage jetzt an euch. Habt ihr, wenn ihr selber YouTube-Videos dreht, auch so Freunde, die euer Hobby, mit dem sie euch kennen und lieben gelernt haben, den mal total ins Lächerliche ziehen und auch gar nicht mit ins Video wollen? Ist ja nicht schlimm, aber ja. Wir haben heute den 2. Januar mittlerweile und mein Fitnessvorhaben hat schon vor Weihnachten angefangen, muss ich ehrlich sagen. Und es läuft gut. Es läuft sogar sehr gut. Bis gestern Abend. Mein armer Freund hat die Männergrippe ganz jämmerlich erwischt. Und ich habe eine Hühnersuppe gemacht. Dann kam noch Besuch. Die Hühnersuppe war wieder kalt, weil ich hatte sie natürlich dann gerade auf dem Herd stehen. Ja, und was fällt dem anderen Typen, also meinem Mann, dann ein? Hey, lass uns Pizza holen. Ich meine, gut, sagst du jetzt auch nicht nein. Aber dann haben wir gestern Pizza gegessen. Das war quasi der 2. Tag im neuen Jahr mit den guten Vorsätzen. Aber dann dachte ich mir, scheiß drauf, weil ich nämlich schon letztes Jahr abgemacht habe, dass ich heute am 2. dann zum Essen fahre. Und zwar in einen absoluten Fresstempel. Wir werden in Göttingen ins Pagoda gehen. Das ist ein chinesisches Restaurant. Da gibt es wirklich, wirklich alles. Also ich werde nicht gesponsert, ich bin einfach so davon überzeugt. Ich finde es eigentlich schon schade, dass man sich wegen jedem Pups, den man toll findet, jetzt mittlerweile irgendwie schon rechtfertigen muss. Also muss man nicht, aber machen viele, weil viele einfach von irgendwelchen Sachen überzeugt sind und die gut finden, aber nicht gesponsert und zugeschickt und zugebombt und einbalsamiert werden. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gegen die Leute, die sich was zuschicken, aber wenn im Videotitel steht, keine Ahnung, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, weiß ich nicht, ich war auf dem Reiterhof und dann haben die quasi einen Pony gesponsert gekriegt, ich meine, das entspricht jetzt nicht der Wahrheit, aber weiß ich nicht. Also so manche, ich habe dann auch teilweise keine Lust mehr, diverse Videos zu gucken, sobald es heißt, ich habe das zugeschickt gekriegt. Weil ich mir dann irgendwo denke, eigentlich dreht sich, meistens ist es auch so, meistens dreht sich das gesamte Video zu 80% um das zugeschickte Produkt. Und dann die restlichen 20% sind dann so Laberababa daneben bei und drumrum. Wo ich mir denke so, ja gut, die haben es dann einmal benutzt, sind total überzeugt. Ich möchte übrigens auch, ich möchte übrigens auch noch mal was zu dieser Warenschätze-Sache sagen. Ich habe mir vor kurzem selber gekauft. Die Warenschätze von Garnier, einmal diese zwei gelben. Kamillaöl, Kamillenöl und Honig oder irgendwas. Und am Anfang bei den ersten zwei Benutzungen war ich auch mega überzeugt. Ich fand die richtig gut. Meine Haare waren fluffig, puffig, weich, lassen sich super geil kämmen. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall. Vielleicht haben sich meine Haare auch schon einfach dran gewöhnt. Ich muss dazu sagen, ich wasche mir 2, maximal 3-mal in der Woche die Haare. Ich muss aber auch dazu sagen, also meine Haare sind jetzt momentan nicht wirklich schön. Die sind furztrocken, trotz Kokosöl und den ganzen Scherzen. Kokosöl benutze ich regelmäßig, aber es funktioniert bei mir eigentlich gar nicht. Ich habe schon so viele Kuren damit gemacht. Das Einzige, was bei mir wirklich hilft, ist Olivenöl. Und das ist immer so ein Pampe-Scheiß. Ja, wenn es bei euch weiterhin funktioniert, super toll. Bei mir funktioniert es auf Dauer irgendwie nicht. Ich benutze es noch weiterhin, bis es alle ist. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, und das müsste ich testen, ich habe so ein absolut super billig, günstiges, Hitzeschutzzeug von Müller genommen. Ich glaube, von der Eigenmarke. Und ich gehe mal davon aus, dass das meine Haare sowas von strohig und trocken macht, dass es schon echt kein Geschenk mehr ist. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich würde mir gerne die Haare noch weiter abschneiden, aber das möchte ich nicht. Und außerdem sieht es dann scheiße aus, weil die einfach die Spitzen sowas von peketrocken sind. Vielleicht möchte mir ja mal jemand was gegen Trockenspitzen zuschicken. Nee, Spaß.
Also das ist wirklich kein Geschenk mehr. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, ich bin, also um 11.30 Uhr ist Treffen. Ich fahre circa eine Stunde. Ich muss noch so zwei, drei Sachen erledigen. Und ich werde, Achtung, keine Produktplatzierung, ich werde wieder Shopkicken. Werde dann ungefähr, je nach Öffnungszeit, ich habe natürlich gestern schon gegoogelt, die meisten Geschäfte machen erst um 10 auf, beziehungsweise um 9:30, aber das werde ich dann schon nicht mehr schaffen. Was wollte ich denn sagen? Shopkicken werde ich, also ich werde in ein paar Geschäfte gehen, ein paar Punkte sammeln, scannen und Walk-in sammeln. Ja, weil die haben nämlich jetzt leider angekündigt, deswegen wisst ihr jetzt auch, dass es keine Produktplatzierung, Gesponserei oder sonst was ist. Die haben nämlich geschrieben, zum 31.01. hören die auf. Und ich will unbedingt noch diesen 20-Euro-Gutschein vollkriegen. In unserer Kleinstadt kann man nämlich kaum irgendwelche Punkte sammeln. Außer vielleicht bei Obi. Und gelegentlich in so kleinen Läden. So dass es für mich wirklich, wirklich schwierig ist, Punkte zu sammeln oder Kekse in dem Fall. Also bin ich immer darauf angewiesen, dass wenn ich mal in eine Großstadt fahre, dass ich dann total eskaliere und mein Handy-Akku quasi auf minus null geht, so quasi. Ja, ich bin jetzt auch gleich am ersten Shopkick-Ort und dann melde ich mich gleich nochmal. Ich habe nämlich noch einiges zu sagen. So, erstmal zu Penny. Ja, ich habe mir noch ein Teilchen gekauft, also ein Apfelplünderchen. Ja, läuft definitiv nicht gut. habt ihr Vorhaben? Achso, bevor ich vergesse, frohes neues Jahr. Ich habe das bis jetzt in jeder Gelegenheit immer irgendwie verpennt, den anderen umliegenden Menschen frohes neues Jahr zu wünschen, weil... mein armer Mann hatte ja Männergrippe zu Silvester und ja, um es mal ganz flach zu sagen, ich lag im Schlafanzug in einer Minionhose mit Hühnersuppe, einer Gesichtsmaske und Haare auf 9:30 auf dem Sofa, habe eine halbe Flasche Sekt getrunken, also zwei Gläser und das war unser Silvester. Bis um 7:30 hat er gepennt. Dann sind wir kurz hoch zum Dachfenster, haben uns, weiß nicht, 10 Böller angeguckt und danach sind wir wieder runter. Wir waren zwar bis 2:30 wach, aber es war jetzt, bei uns darf halt auch nicht geknallt werden. Das heißt, man sieht auch wirklich nur die Knaller von weiter weg, wegen Denkmalschutz und Brandstiftungsgefahr und so. Und von daher war da jetzt, also von daher, für mich war es jetzt nicht so krass Silvester, dass man jetzt sagt, hoho, frohes neues Jahr mit Feiern und Partys und 1000 Leuten drumherum. Nein, dieses Mal nicht. Letztes Jahr war ja auch relativ ruhig. Von daher, ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Jetzt denke ich ja gerade mal dran. Und ich möchte von euch wissen, ob ihr gute Vorsätze habt und ob ihr sie, wenn das Video online ist, halt auch noch eingehalten habt. Ich werde auf jeden Fall mehr Sport machen. Und zwar mache ich das ja beruflich. Einige hatten ja schon ein bisschen nachgefragt. Werde aber im privaten Bereich auch noch mal so ein bisschen mehr machen. Einfach um wieder, Achtung, Werbefloskel, die Figur zu haben, die für der sie immer geträumt haben. Und ich habe ja im letzten anderthalb Jahren, jetzt fast zwei, anderthalb Jahre, habe ich ganz dezent ziemlich viel zugenommen, weil ich einfach mehr esse, als ich Sport mache. Das ist zwar kaum möglich, aber in meinem Fall funktioniert das. Irgendwas wollte ich vorhin auch noch sagen. Achso, ich habe Silvester und auch Weihnachten und auch die ganzen Feiertage zwischendurch mal ein paar YouTube-Videos durchgeklickt und zwar von Leuten, die ich abonniert habe. Dann habe ich nach Primer-Calls geguckt und ja, mein Freund hat mir so ein bisschen über die Schulter geguckt und hat sich interessiert für den Werdegang diverser Damen. Und zwar, ich weiß gar nicht, bei wem das war. Es war, glaube ich, irgendeine englische YouTuberin oder so, gebotoxt.
Lippen aufgespritzt. Keine Ahnung, was sie sich doch alles halt wegziehen und aufschießen lassen. Brüste gemacht. Also das volle Programm. Und da habe ich gesagt, ey, lass uns mal den Spaß machen und mal gucken, wie die damals ausgesehen hat, als YouTube gestartet ist bei ihr. Das war schon ziemlich krass. Ja, und ich habe das jetzt so bei einigen YouTubern gemacht. Ich meine, wenn ich das Geld hätte, würde ich auch eine OP machen lassen. Obwohl ich da mittlerweile auch schon fast von ab bin. Weil es mir mittlerweile einfach nicht mehr so wichtig ist. Ich möchte gern von euch wissen, ob ihr euch operieren lassen würdet. Wenn ja, was und warum. Ja, aber ich finde bei vielen YouTuber auch ganz krass bei Instagram momentan. Ich kann verstehen, wenn man sich operieren lässt und wenn man wirklich psychisch unter irgendwas leidet, kann ich das nachvollziehen und ich würde es auch selber machen. Was aber nicht heißt, dass ich aus mir rein operativ einen komplett anderen Menschen machen wollen würde. Es gibt ja wirklich Gesichter in der YouTube-Welt, Menschen wie du und ich. Ach, fangen wir einfach mal anders an. Früher, also ich glaube nämlich mittlerweile, dass YouTube so ist wie damals in der Schule. Damals in der Schule, keine Ahnung, fing es an mit, ich sag jetzt mal, mir fällt jetzt auch gerade nichts Passendes ein. Früher hast du halt Aldi-Jeans getragen. So, war einfach so. Und Schemp-Turnschuhe. Damals war das einfach so und da hat auch keiner irgendwie was gesagt. Dann kamen so langsam diese ersten Markenjeans auf. Plötzlich musste eigentlich jeder irgendwie eine Markenjeans haben. Wer jetzt keine gekriegt hat oder keinen anhatte, der wurde halt nicht aufs Maul gehauen. Oh, Deutsch. Aber es war schon, ja. Und jetzt mittlerweile YouTube so im Wandel. Früher hast du einen Essens-Lidschatten. Damals hieß es ja noch Lidschatten. Ein Essence-Lidschatten für 1,75 in die Kamera gehalten und warst der Held im Erdbeerfeld, wenn du damit irgendwie ein geiles Amu geschminkt hast. Heute musst du ja mindestens einen MAC Eyeshadow in der Farbe Schlag mich tot im Wert von 28,95 Euro, Scherz, ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten, ich kaufe sowas nicht. Ich verurteile auch keinen, der das tut, aber ne? Dann war es zum Beispiel diese ganze MAC-Sache. Vorher waren es ja noch diese Lidschatten und 120er-Paletten. Das war ja schon die Mittelstufe nach dem Essens-Lidschatten. Weh, du hast mal einen von Rival den Hub genommen. Da warst du ja eigentlich schon fast raus aus der Sache. Ja, und nachdem es, glaube ich, irgendwie keine High-End-Schminke mehr gab, die sich kein anderer mehr mit... Nee, warte mal. Also mit leisten konnte. Also nachdem das quasi dieses Limit gebrochen wurde von fast allen... Fand ich, ging es los mit Extensions. Dann gab es erst Clip-In-Extensions, dann gab es normale Extensions, dann kamen die ganzen Firmen wie, keine Ahnung, ich will sie auch keinen nennen, weil ich ja auch nicht immer weiß, aber auf jeden Fall hatten sie dann plötzlich alle Extensions. Dann ging es los mit aufgeklebten Wimpern. Dazu ging es dann weiter. Nach aufgeklebten Wimpern waren es dann Wimpern-Extensions. Dann kam Microblading. Dann kam, was war das? Ja, dann Lippen aufspritzen und mittlerweile Augenlidstraffung, Brust-OP und ja, das ist jetzt, glaube ich, so das Gängige. Wie gesagt, ich verurteile keinen, der das tut, aber ich frage mich manchmal, verdienen die Leute durch YouTube jetzt so viel, dass sie sich das leisten können oder wollen diejenigen im Wettkampf zu anderen irgendwie was anderes darstellen. Wie gesagt, ich verurteile keinen. Ich würde es auch selber machen, aber dann einfach für mich. Und ich würde dann auch, glaube ich, meine Brüste nicht so in die Kamera halten, dass dann jeder sagt, oh, die hat sich jetzt aber operieren lassen. Oh, da fragen wir doch mal nach. Und dann aber auch, das krass ist, bei den Leuten, die vorher, sag ich mal, ein A-Körbchen hatten und jetzt auf einmal mit einem guten C im Abendkleid dastehen, und 1000 Nachfragen, so, oh, hast du dich operieren lassen? Und erstmal schön, oh, das sieht ja geil aus. Und oh, das hätte ich auch gerne so erstmal die Neidschiene fahren, ja. Und dann aber auch niemals auf solche Fragen und Kommentare antworten. Wo ich mir auch denke, ey, es ist so offensichtlich. Dann sag doch einfach, ey, ich hab's machen lassen. Ich hab's mir selber gekauft oder was weiß ich.
ich weiß nicht, irgendwie, es gibt doch Wichtigeres im Leben als dicke Titten, aufgespritzte Lippen, gelaserte, gebladete Augenbrauen. Ich sag mal so, ich wüsste nicht, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Geld hätte, ob ich das auch machen würde. Also eine Sache, aber mittlerweile, ich bin von der ganzen Sache irgendwie weg. Wenn ihr euch mal ein altes Video von mir anguckt, ich glaube, das ging auch irgendwie um Schönheits-OPs, da habe ich auch gesagt, eine OP würde ich machen lassen. Ja, damals hätte man mir das Geld vor die Füße geschmissen, ich wäre nächsten Tag beim Arzt gewesen, auf jeden Fall. Heutzutage finde ich, man kann trotzdem irgendwie damit leben, irgendwie, weil auch, ja, irgendwie, es soll ja jetzt nicht nur um Titten gehen. Also, ich bin ja jetzt immer noch, mal ab vom Thema, bin jetzt immer noch auf dem Weg. Ich bin ja schon 36 Kilometer gefahren, das heißt, ich bin auch bald da. Ja, es sind aber so manches Mal so Fragen, die ich mir stelle. Wie gesagt, ich verurteile da keinen und jeder soll machen, was er will. Und wenn er 15 Baustellen an sich findet, aber ich frage mich dann immer, ja, wäre es nicht auch ohne gegangen? Weil ich finde, dass viele YouTuber oder auch viele Menschen, sei es jetzt Promis, normale Durchschnittsmenschen oder Leute wie du und ich, waren auch vorher schön. Weil irgendwie jeder ist doch irgendwie auf seine Art und Weise schön. Und gerade wenn man jetzt irgendwie so Makel hat, macht einen das doch auch besonders. Ich höre mich schon an, oh Leute, ich höre mich schon an wie meine Mutter. Ich habe meiner Mutter damals auch gesagt, OP, oh johe, juhu, ich mach das und so. Bist du wahnsinnig? Naja, gut, jetzt lassen wir endlich mal vom Thema ab. Ich will jetzt noch mal ganz schnell zum Mediamarkt. Ich möchte mich heute wirklich mal, ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, ich möchte mich informieren wegen einer Vlog-Kamera. Und zwar möchte ich ja eigentlich gerne die, jetzt kommt sie wieder mit dem Thema Geld, pass auf, Canon Legria Mini X möchte ich haben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt mittlerweile vielleicht, weil die gibt es glaube ich auch schon anderthalb, zwei Jahre. Und ich denke mir vielleicht auch, gibt es jetzt mittlerweile schon welche, die besser sind. Weil es gibt ja eigentlich jeden Tag Kameras, die besser gebaut werden. Aber auf der anderen Seite, mit der würde ich glaube ich klarkommen. Und die kann ich überall hinstellen und ja. Wenn ihr, ich habe euch schon tausendmal gefragt, aber ich bin irgendwie immer noch nicht so weit, um mir eine zu kaufen. Weil ich es ja nicht gesponsert kriege. Ich finde einfach so um die 300, 400 Euro für eine Kamera echt super viel Geld. Und deshalb habe ich auch noch keine. Ja, und ich will mich heute einfach mal ein bisschen informieren, was es denn mittlerweile so gibt und die Handhabung. Weil ich sag mal so, ich bin zwar jetzt nicht komplett, wie heißt denn das? Ja, wie sagt man das denn? Technik unbegeistert ist es nicht. Zu blöd, wenn es um Technik geht, sagen wir es einfach mal auf gut Deutsch. Zu blöd bin ich eigentlich nicht, aber ich habe manchmal so Sachen, da denke ich so, ach, das ist schon kein Ding, das kriegst du schon hin. Und dann sitzt du vor dem Teil und es funktioniert nicht und dann legst du es in der Ecke. Und ich habe zum Beispiel eine Kamera mal bekommen, die habe ich zweimal benutzt. Die Bildeinstellung hat nicht funktioniert und ich habe es nicht hingekriegt. Da war nämlich auch leider keine Packungsbeilage bei. Und ich habe es einfach nicht geschissen gekriegt, dieses Bild einzustellen. Und ja, jetzt liegt sie bei mir rum. Also es ist jetzt keine super geile Top-Kamera, aber sie liegt halt. Ja. Ich könnte die natürlich auch verkaufen mit dem Geld mir dann die neue Teil finanzieren, nicht? Ja. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob euch das Gebrabbel jetzt hier so interessiert. Das sind so Gedanken im Leben einer Frau während einer Autofahrt. Ja. Ich bin jetzt gleich am nächsten Zielort und zwar bin ich dann bei Mediamarkt, um mich mal zu informieren. Wenn ich die Zeit noch habe, fahre ich nochmal schnell zu Saturn. Bei Saturn gibt es nämlich heute auch irgendwie die Mehrwertsteuer geschenkt. Da wollte ich dann auch nochmal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas Cooles abgreifen kann. Ich würde ja eigentlich auch gerne so auf Raten kaufen, aber ich habe in meinem ganzen Leben, auch nur weil ich es musste einmal, ich habe in meinem ganzen Leben eine einzige Sache auf Raten gekauft. Und das war ein Fernseher, den ich mir mit meinem damaligen Freund zusammen gekauft habe. Und da es über mein Konto lief, musste ich das machen. Ich habe das wirklich noch nie gemacht und ich mache das so extrem ungern. Und wenn es nur 100 Euro sind, irgendwie, weil ich denke mir immer, entweder man hat das Geld oder man hat es nicht. Und ich habe immer Schiss, weil du kannst deinen Job verlieren, du kannst
irgendeine ganz große Sache bezahlen müssen und stehst da und hast keine Kohle, dann hast du Rückläufergebühren und ich bin da überhaupt nicht für zu haben. Ich habe immer, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich schon älter bin als viele von euch. Ich vermute mal sagen zu können, dass ich so ein bisschen weiß, was im Leben abläuft und vieles kann einfach sehr, sehr schnell gehen. Gerade auch so diesen ganzen Finanzbums. Dass ich da immer wirklich, wirklich vorsichtig und zurückhaltend bin. Ich sag mal so, natürlich hätte ich mir auch schon 15 Mal eine neue Kamera kaufen können. Aber ich dachte mir immer so, ey, nee, lass mal lieber ein bisschen Geld sparen, weil man weiß ja nicht. Dann hatte ich auch immer Probleme mit meinem Auto, dann brauchte ich Winterreifen. Und sowas hat für mich einfach Vorrang. Natürlich kann ich auch eine tolle Kamera haben, aber was bringt denn eine tolle Kamera, wenn du mit dem Auto nicht mehr zur Arbeit kommst, weil du keine Winterreifen hast? Tata. Solche Sachen. Ja, also manchmal glaube ich wirklich, ich werde alt und vernünftig. Wenn ich übrigens auch mal so bei mir gucke, so gerade die letzten Feiertage, habe ich mal so ein bisschen über mich nachgedacht. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe es wirklich getan. Früher bin ich mit pinken Haaren komplett aufgebitscht wie die letzte Schlampe. Also bin ich dann nach Weihnachten zum Beispiel, also nach der Weihnachtsfeier, der offiziellen, bin ich dann losgefahren auf irgendwelche Partys und habe bis morgens, mittags, keine Ahnung, auf irgendwelchen Partys verbracht. Das war mein Weihnachten. Und heute, beziehungsweise die letzten 2 Jahre, bin ich mehr oder weniger fast ungeschminkt mit Naturhaarfarbe in the making, relativ unspektakulär gekleidet mit meinem Freund bis spätabends bei meiner Oma gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, deswegen war das Ende jetzt auch blöd. Und danach sind wir nach Hause gefahren, haben uns aufs Sofa gelegt. Ja, also ich finde schon, man wird älter, man wird ruhiger, man wird nicht unbedingt vernünftiger, obwohl doch schon. Genauso wie ich konnte früher auch überhaupt nicht aufstehen, morgens früh. Ich habe dann immer noch meinen Wecker nachgestellt und mittlerweile, da alleine durch die Hunde, dann musst du halt auch aufstehen. Ich glaube, es wird echt sehr, sehr langweilig für euch. Ja, ich werde jetzt erstmal schnell in den Mediamarkt huschen. Wenn ihr solche Vlogs scheiße findet, bitte schreibt es mit runter, seid so ehrlich. Dann werde ich halt nur noch hochprofessionelle Videos drehen, die vielleicht auch alle interessieren. Sowas wie Food Diaries und so. Ja, ich gehe mich jetzt erstmal fix wegen der Kamera informieren und hoffe, dass ich dann vielleicht irgendwas Cooles abgreifen kann, was vielleicht so in meinen Finanzplan reinpasst. So, ich habe ja gerade erzählt, wie scheiße ich es finde, sich was auf Pump zu kaufen. Ja, also ich war bei Saturn und habe dort die letzte Canon Legria Mini X gesehen. Wollte sie dann auch eigentlich gleich mitnehmen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne? Es gibt 19% Reduzierung. Würde sie also noch kosten 315 Euro. Auf 33 Monate wären das irgendwas bei 9 Euro und. Oder 13 Euro auf, ich glaube, 12 Monate. Ja, dann gucke ich auf mein Shopkick-Konto und mir fehlen noch 111 Kicks. Ja, geil. Sagen wir es mal so, weil für diese 111 Kicks, die mir noch fehlen, kriege ich 20 Euro, die ich ebenfalls auch bei Saturn einsetzen kann. Ja, jetzt bin ich die ganze Zeit hinterhergerissen. Nehme ich sie jetzt mit, weil es auch wirklich die letzte ist. Oder nicht? Ja, weil sonst kaufe ich sie mir wahrscheinlich eh nie. Ja, da ja morgen das Angebot auch noch gilt, hoffe ich jetzt eigentlich. Ich weiß, ich werde mich absolut in den Arsch beißen und ich werde auch vorher anrufen und fragen, ob das Ding noch da ist. Und ich weiß auch genau, dass ich mich in den Arsch beißen werde, wenn sie nicht mehr da ist. Weil es war wirklich die letzte. Und sonst muss ich halt mal gucken, ob sie irgendwie noch online gibt, weil das gibt es wohl auch irgendwie online. Ja, ich werde dann also morgen nochmal Kicks sammeln. Und dann morgen nochmal hierher fahren und mir dann diese Kamera kaufen. Ich weiß, ich verfahre dann auch Sprit. Aber ich will die schon wirklich seit über 1,5 Jahren will ich die haben. Und irgendwie habe ich es mir nie gekauft und nie gegönnt, weil es halt echt auch super viel Geld ist. Aber ich würde quasi ja schon fast 100 Euro sparen,
durch diese Reduzierung und durch die, durch alles einfach, ja. Jetzt hoffe ich, dass ich morgen genug Kicks sammeln kann und hoffe, dass die morgen noch da ist. Ich rufe da am Frühst gleich an und lasse mir irgendwie zurücklegen. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg übrigens gerade zum Restaurant. Ich war übrigens zwischendurch noch bei DM. Ein Haul gibt es dann einfach mal im nächsten Video, weil das schaffe ich jetzt nicht. Das schaffe ich jetzt nicht, weil es ist jetzt genau... Es ist jetzt genau... ja, ich hätte seit 5 Minuten da sein müssen, wie jedes Mal. Obwohl ich mich wirklich gesteigert habe, aber ich hätte eigentlich schon da sein müssen. Und ja, ich glaube, Puschel möchte nicht gefilmt werden. Vielleicht zeige ich euch nachher noch mal ein bisschen was von unserem Essen. Und ja, oh, drückt mir bitte, bitte die Daumen. Ich meine, wenn ihr es online seht, dann seht das eh schon, ob es soweit ist oder nicht. Aber hoffentlich ist diese Kamera morgen noch. Die haben sie auch extra in die Kasse schon gelegt. Und ich saß auch schon bei diesem Finanzierungsding. Aber dann dachte ich mir, ey, es fehlen dir noch so und so viel Kicks. Ich habe das dann alles schnell durchgerechnet. Weil ich sag mal so, wenn ich 20 Euro sparen kann, dann spare ich 20 Euro. Und deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht mitnehmen. Wahrscheinlich, wie gesagt, ich werde mich morgen dermaßen in den Arsch beißen, weil ich genau weiß, dass sie dann höchstwahrscheinlich nicht mehr da ist. Aber gut, was soll ich machen? Ja, ich melde mich dann gleich, wenn wir lecker essen. Lecker. Ja, das ist irgendwie mit euren Freunden, das war ja irgendwie ein Schuss im Ofen, ne? Wem schickst du das? Was postest du das? Ich mache ein Video. Willst du eigentlich auch mit drauf? Nein. Siehst du? Wusste ich. So, wenn ja eins immer noch geht, dann ist es ja Eis. So, ich bin zurück. Ich ärgere mich mittlerweile schon ziemlich doll. Jetzt hat nämlich der Mitarbeiter von Mediamarkt angerufen und hat mir gesagt, dass Canon gesagt hat, dass die Lecrea Mini X überall ausverkauft ist und es auch noch kein Nachfolgerprodukt gibt. Ja, jetzt überlege ich, fahre ich morgen zu Mediamarkt und kaufe sie mir. Oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde das morgen Vormittag, glaube ich, ganz spontan und kurzfristig entscheiden. Ich bin übrigens schon wieder mehr oder weniger ja, zu Hause. Ja, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich eigentlich nie ein Ende meines Vlogs drehe, sondern einfach irgendwann mal aufhöre. Ich war noch bei Jawohl, ein bisschen bummeln. Ich bin nämlich auf der Suche nach rosa Wohnungseinrichtung, rosa Kissen und rosa Flauschdecken. Wenn ihr mir sagen könnt, wo es das gibt. Also ich habe was Schönes gefunden, ich habe es aber nicht gekauft. Es ist jedes Mal so. Ich habe es mir abfotografiert, damit ich mich daran erinnere und mich dann später ärgern kann, wenn es weg ist. Aber ich habe es nicht gekauft. Ja, auf der einen Seite möchte ich ein bisschen sparen, auf der anderen Seite, ich denke mir immer so, naja, kauf das jetzt nicht sofort, nur weil es rosa ist, vielleicht findest du es irgendwo anders nochmal, in schön und in günstiger. Ja, aber ich, gut, 6,99 ein Kissen und 17,99 eine Decke, ja, kann man machen, ich habe es nicht gemacht. Tja, nennt mich blöd, aber... Ich bin nicht so der Spontankäufer irgendwie. Ich muss mir das immer überlegen und ich ärgere mich dann, wenn ich dann nach Hause fahre, weil ich dann eigentlich doch hätte haben wollen, aber es dann nicht mitnehme und das nächste Mal, wenn ich dann hinfahre, ist es meistens weg. Ich hatte es aber auch schon, dass ich dann hingefahren bin, es dann anhatte und mir dachte so, nö, eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich jetzt noch von euch verabschieden. Ich werde jetzt, ach übrigens, Diana hat das absolute Fresskoma. Ich bin gut gefüllt, aber mir ist nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, also das Letzte, was ich gesehen habe, war eine Eisportion. Ich habe dann noch eine zweite Eisportion gegessen. Und nein, mir ist nicht schlecht. Mir geht's wirklich gut. Ich bin gut gefüllt. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich heute gegessen habe, höchstwahrscheinlich. Ich werde jetzt oben ein bisschen Training machen. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Dann nach Hause, duschen, Sofa, höchstwahrscheinlich. Ja, heute wird nicht mehr allzu viel passieren. Trotzdem schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, lasst mich wissen, soll ich die Kamera holen oder nicht. Es ist einfach wirklich eine Stange viel Geld und ich sage mal so, auf der anderen Seite 13 Euro jeden Monat ist verkraftbar. Aber wie gesagt, nachher ist wirklich mal irgendwas und dann stehst du da und kannst die 13 Euro nicht zahlen. Ich meine, auf der anderen Seite, was soll passieren? Aber habt ihr das auch manchmal so, ich nenne das mal so Existenzängste?
also im Sinne von, naja, wer weiß, wie lange ich meinen Job noch habe, es läuft alles gut und es, ich ne, aber, oder wer weiß, ob nicht irgendwas Gesundheitliches passiert ist, man da nicht mehr arbeiten kann. Ich glaube, je älter man wird, desto vorsichtiger und nachdenklicher wird man in solchen Sachen. Naja. Gut, in diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wenn ihr das nächste Gesabbel nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne auf den Abo-Button drücken. Und wie jetzt jeder sagt, drückt auf die Glocke, sondern damit euch die Videos überhaupt angezeigt werden, weil es wohl da irgendwie bei YouTube Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, ich habe das in einem der Videos auch schon mal angepriesen, dass ihr das so bitte machen möchtet. Ja, zum dritten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.